Hallo zusammen. Hinter mir im Garten, ihr habt sie bereits gesehen, liegt mein Gomotec Solar. Und da baue ich jetzt eine Steueranlage an. Man kann an das Gomotec Solar auf die gleiche Art und Weise eine Steuerung anbauen wie an das Gomotec C-Wave. Denn die Befestigung hierfür, die Möglichkeit der Befestigung hierfür, ist bei beiden Boden gleichermaßen gegeben. Es handelt sich einfach um dieses kleine Loch, das normalerweise verwendet wird, um eingedrungenes Wasser aus der Spitze entfernen zu können, so eine nach oben gerichtete Lenzöffnung. Hier werden die Befestigungsplatten angebracht, die später das Steuer halten. Ich habe mir eine billige Steueranlage aus China besorgt. Das ist dieses Teil hier. Kostet, wenn man es in China bestellt, naja, irgendwo so zwischen 18 und 35 Euro, je nachdem, wo man bestellt und was an Bestellgebühren noch dazu kommt. Es ist ein Klappmechanismus, das heißt, wenn man auf einen Stein auf Untergrund auffährt, klappt das Ruder zurück. Hier ist die Anlenkung. Ich denke mal, es unterscheidet sich nicht von irgendwelchen anderen teuer verkauften Steueranlagen von Gomotec oder Konkurrenzfabrikaten. Hier habe ich ein schönes Teil gefunden aus dem Sanitärbereich. Wasseranschluss, ein Stück abgesägt, passt exakt hier auf die Stange hier. Hier unten kann man dann mit einem Splint das Ganze sichern. Diese Hülse werde ich in die Bootsbefestigung später einbauen. Ich habe hier mal etwas vorbereitet. Und zwar habe ich mir Schablonen gebastelt aus Pappe. Eine habe ich hier so angepasst, die kommt innen hinein. Und die andere, die später das Ruder hält, das Steuer hält, kommt oben drauf. Die beiden werden miteinander verschraubt. Hier hinten kommt noch eine Bohrung hinein. Durch diese Bohrung werde ich diese Hülse stecken. So. Und in diese Hülse kommt abschließend dann das Ruder. Die Seilführung geht hier entlang und ich führe das Seil dann hier durch dieses Loch, an dem ursprünglich dieses Halteseil befestigt ist. Das Halteseil habe ich einfach den Knoten unten gelöst, herausgenommen und habe es hier bei den Gummiseilen auch noch durch das Loch hindurchgeführt, sodass dieses Loch frei bleibt und ich die Seilzüge von der Lenkung hier nach unten durchführen kann und dann weiter nach vorne. Hier habe ich aus einem Stück Aluverbundrohr ein flexibles Rohr für den Heizungsbau oder Wasserverteilung im Haus normalerweise genommen. 32 mm Durchmesser. Das habe ich mir zurechtgebogen, sodass ich hier vor dem Aufblasen das einführen kann. Und das fixiert sich dann wunderbar, hält bombenfest. Die Pedalerie, da denke ich mir noch was Schöneres aus, das gefällt mir noch nicht ganz. Auch dazu später mehr. So, als nächstes mache ich dann den Übertrag der Pappschablonen auf eine solche Multiplexplatte. Ich habe im Keller noch eine Multiplexplatte mit 6 mm gefunden, kann natürlich auch eine etwas dickere sein, 8 mm oder wer es ganz sicher mag, auch 10. Wobei 6 mm völlig ausreichend sind. So.
das kleinere der beiden Holzbretter, die ich gerade eben zugesägt habe, das hier unter die Persennen kommt, sollte abschließend so zwischen den beiden Schläuchen sitzen. Von hier aus wird nun die Bohrung angezeichnet. Einfach so. So, wir sind gebohrt. Nun basteln wir das Ganze mal zusammen. Zum einen die bündig und das passt auch. So, montieren wir es an. So, nun führe ich dieses Teil als erstes unten ein. Ja, das ist schon. Und dann pumpe ich das Boot beide Schläuche gleichmäßig. Ja, das ist. Na, zumindest fast auf vorgeschriebenen Druck ist. So. Ja, beide Schläuche sind schön fest. Jetzt montiere ich das Oberteil dazu. Gutes Stück, nicht verlieren. So, abschließend. Und jetzt, Halleluja, das Steuerruder dahin, wo es hingehört. Zack. So, weiter geht's. Die Fußpedalerie. Hierfür habe ich mir ein solches Rohr zurechtgebogen, das man normalerweise für die Wasserinstallation verwendet. Das lässt sich relativ leicht biegen, ist dick genug. So habe ich mir das angepasst, damit es schön in den Schläuchen seitlich verschwindet und von den Schläuchen gehalten wird. Folgende Lösung scheint mir momentan am sinnvollsten und am einfachsten zu realisieren. Ich habe hier ein Reststück Leder aus einer alten Lederhose um das Rohr gewickelt, damit die Kabelbinder nicht so leicht verrutschen. Dann mache ich hier jeweils zwei Kabelbinder hin und schraube dann dieses Fußpedal ganz einfach auf den Kabelbinder drauf mit kleinen Schräubchen. Und so habe ich dann ein wunderschönes, toll bewegliches Pedal. Jetzt mache ich mir noch einen Niederhalter-Gummizug an die Pedale. Hier dann auch einige Knoten. So werden die Pedale dann immer wieder zurückgestellt. Das hilft. Am Ruder hinten baue ich mir jetzt noch solche Ösen an.
So, dann kann ich nämlich die Seile mit kleinen Karabinern festmachen. Tolle Sache. Nun kommt die Montage der Seilzüge. Ich habe mich entschieden, einfach alte Zellschnüre zu nehmen, die diesen Verschieb-, Arretiermechanismus und Verstellmechanismus noch haben. Vorne oder in der Mitte des Bootes einfach an so einem Befestigungsauge montiert. Dann habe ich in die ein Stück weiter hier einen solchen Griff eingefügt, damit ich richtig kräftig ziehen kann. Das Steuerschwert geht ein bisschen schwer hoch. Ich führe das Seil hier durch das freigemachte Auge. Geht dann durch die neu montierte Augenmutter. Dann hier entlang. Und hier in die vorgesehene Bohrung am Steuerschwert. Mit dieser Verstellmöglichkeit ist man flexibel aufgestellt, kann sich seinen Sitz weiter nach hinten, weiter nach vorne einstellen. Man kann die Kabellänge, die Seillänge hier auch nach der Beinlänge einstellen, je nachdem, großer Fahrer, kleiner Fahrer. Ob man die Pedalerie weiter vorne einmontiert oder weiter hinten, kann man alles mit einem Handgriff über die Zeltversteller einstellen. So, fertig. Die Steueranlage ist fertig. Jetzt kannst du aufs Wasser gehen. Noch die Sitze rein und ab geht's. Ich zeig's euch nochmal. Hier hinten der Knoten für den Hochroller, der hier durchläuft bis nach vorne. Hier ein Knebel eingebaut, damit ich Kraft habe, das Schwert nach oben zu ziehen. Die Führungsseile für die Lenkung mit Karabinerhaken. Hier angebracht, man könnte es auch direkt verknoten, ginge genauso. So geht es natürlich schneller. Auch hier habe ich durch die Öse geführt, durch die seitlichen Befestigungen. Hier ist der Versteller aus dem Campingbedarf, vorne ins Pedal eingehängt. Eine kleine Hilfe bieten die Gummiseile, die etwas unterstützen. Sie stellen nicht ganz zurück, aber sie unterstützen ein bisschen. So, wie man sieht, funktioniert das alles hervorragend und auch der Lenkausschlag ist durchaus zufriedenstellend. So, viel Spaß beim Nachbau und viel Freude auf dem Wasser.